Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Mal ein bisschen das Mikrofon reinrücken. Und ja. Jetzt kennen wir auch die Teamspeak-Adresse, aber darauf werde ich vermutlich nicht gehen. Ja, beim letzten Mal haben wir diese formschöne Hütte hier gebaut. Erstmal ein bisschen was, dass wir was haben. Und jetzt fällt mir auf, dass ich total hungrig bin und... Ja, das sieht eigentlich gut aus. Ich habe nämlich ein Lag. Okay, wir haben gesagt, wenn es laggt, singen wir, bis der Lag weg ist. Ich will aber noch nicht singen. Okay, wir sind letztes Mal stehen geblieben bei Lou. Und heute, tja, schade, wird nichts mit dem Singen. Dann lassen wir es. Ja. Guten Morgen, Nachbarn. Piranhas und so weiter. Gut, Oh, da sind ja noch mehr Nachbarn. Oder sind das die? Was zum... Ach, das ist noch ein Ast gewesen. Ich dachte, da wäre ein Bronto. Okay. Wir wollen nämlich heute mal ein bisschen was themen. Ich dachte so an... Ein Skorpion zum Beispiel. Ich dachte eigentlich erst an einen Raptor, aber... Wenn er sich so anbietet, ich möchte ihm nicht im Wege stehen, wenn es darum geht, meins zu werden. Ich hoffe nur, ich krieg ihn ausgenockt mit der blöden. Ja, da muss er eigentlich gehen, ne? Mit der Slingshot. So, komm, das reicht. 4 war das, ne? Ja, wo ist er denn? Dillo haben wir auch noch. Oh Gott, ich hasse Dillos. Warum tun die sich nicht gegenseitig was? Friss ihn. Also ich habe auf jeden Fall schon mal seine Aufmerksamkeit. Ist ja schon mal etwas. Und da kommt schon die Kampfmusik. Naja, ich glaube kaum, dass ich jetzt dagegen wehren kann. Nur gut, der Vorteil ist jetzt, wir haben zwar... Ach, das sind genug Gebüsche, wir sollten uns keine Gedanken über Nakros machen. Ja, wir haben auf jeden Fall, ausreichend vergammeltes Fleisch, der wird sich darüber freuen. Egal welches Level der hat, das ist erstmal, da haben wir erstmal was, ne? Können wir die mal bitte K.O. hauen? Wie viele Steine frisst er denn noch? Und danach kommt ja noch der Dillo. Ja komm! Lalilu, geht doch. Oh, der Mann im Mond, schau zu! Wenn die kleinen Skorpione schlafen. Dann schlaf auch du. Drecksvieh. Was Level hast du? 40. Bist mir deutlich zu klein. Stirb doch, Mann. Geht doch. Da. Level 16 nur. Naja, haben wir jetzt mal ein Reittier, ne? Da. Friss oder stirb. Nein, friss. Nicht sterben. Ich hau dem erstmal so ein bisschen was rein, dass der HP dazu gewinnt. Und dann verpasse ich ihm die volle Ladung Gammelfleisch. Kriegt er hier einen Döner. Und um meinen eigenen Hunger zu stillen, natürlich die Bärchen. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. So. Haben wir Level Up? Noch nicht? What the fuck ist hier wieder falsch? Normalerweise habe ich doch Level Up, sobald ich nur einen Schritt nach vorne gehe. Und wenn ich gehe einen Schritt zurück, dann kriege ich direkt 2 Level Ups. Okay, ich möchte natürlich ungern irgendwelche Insekten anlocken. So. So, ich hau mir noch ein paar Beeren rein. Die hier werde ich kaum brauchen. Oh Gott, ich habe 3-mal am Gebüsch gerufen und habe schon 200 Fiber. Das ist so krass. Ja gut, mein Gewicht sagt, dass ich noch gut beladen bin. Wie sieht's aus? Wieso hast du noch keinen Hunger? Oh Gott, geht das langsam runter, okay. Bisschen hier einen Remoten. Weil sowohl Stimberries und Stimberries stärker und Nacroberries sorgen halt dafür, dass der Hungerwert steigt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir könnten jetzt da ein bisschen rumexperimentieren. Eine Stimberry, eine Narcoberry, eine Stimberry, eine Narcoberry. Dann würde das Ganze schneller gehen, aber ich könnte schnell die Kontrolle verlieren. Dem zu viele Stimberries geben. Und schwupps, habe ich dann mein Problem.
So, wir haben noch was auf der Tagesordnung. Da wir jetzt ein Tierchen haben. What the fuck? Was sind die Partikel in der Luft? Habe ich. Nee, habe ich einen Bug? Ich hatte mal einen Bug gehabt. Da sah das so aus, als würde ich unter Wasser sein. Diese Wasserpartikel hatte ich noch. Aber das hier könnte tatsächlich was anderes sein. Nämlich, ich muss mal gucken. Ich bin oben rechts. Okay, es wird nämlich ein Update geben. Am nächsten Freitag soll das anstehen. Und zwar soll das hier ein Eisbiom werden. Und wenn ich. Und entweder der Fluss oder der Fluss hier werden ein Sumpfbiom. Ja, es gibt Biome. Krass. Und dann gibt es halt da unterschiedliche Dinosaurier. Und das Problem ist, hat man schon fast getamed, dass mit den Biomen auch Probleme mit den Häusern gibt und die müssen halt abgebaut werden oder die gehen halt einfach kaputt, weil funktioniert nicht mehr. So, wir können uns, glaube ich, mal ein Sattel craften, wenn wir denn alles dafür haben. War das der? Nein. Auch nicht. Und ich weiß wieder, was dieses Vieh war. Ich letztens. Gestern, ja, gestern nicht gewusst habe. Ich habe vergessen, wie der heißt. Auf jeden Fall war das dieses Gürteltier. Und mir fällt gerade erschreckend auf, dass ich den Sattel nicht machen kann. Fuck. Trike, Raptor, Fioma. Nein. Ich glaube, der muss an der Werkbank gemacht werden. Ich kann mal kurz gucken, ob ich ihn gelernt habe. Itchy, Para, Patchy oder Pucky, Raptor, Raptor, Trike, Alarm. Alarm ist kein Sattel. Da. Ah, ich habe noch nicht gelernt. Okay, das war alles. Gut, dann sollte der jetzt dabei sein, ne? Diese Mütze. Wir brauchen Hide, Wood und Fiber. Gut, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Hides. Harald, steh auf! Du weißt es und ich weiß es, wir beide wissen es ganz genau. Du wirst ein Harald. D-d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 -
Und wenn es nicht genug war, spätestens jetzt haben wir genug. Wenn dann mal die anderen Ameisen kommen würden. Aber die wollen mal wieder nicht. Das ist nämlich faul. Faule Arbeiterdrohnen. Bleibt bloß weg. Ja. Ich werde Harald umbenennen. Der wird Timmy. Timmy statt Harald, weil wir brauchen einen neuen Timmy. Aber wir haben nur einen Harald, also... Mann, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Hat man da hinten einen Zaun gesehen, oder? Letzten, vorhin. Ganz lang her. War das der von denen? Genau da. Ich gehe mal hin. Wenn ich sterbe, Gott, ich weiß ja, wo ich liege. Direkt beim Nachbarn. So, lieber Herr Nachbar, was haben wir denn hier gebaut? Ein Dillo und ein Paar in der gleichen Falle. Nein, Quatsch. Das ist ein Liebespaar. Das ist deren Versteck. Wir wollen ja nicht, dass hier feindliche Saurier sehen können, was sie da für uns hochtreiben. Deshalb haben wir sich gedacht, komm, wir gehen die Stacheln. Weil, falls wir angegriffen werden, können wir ihn sofort töten und sagen, der war's. Nicht wir. So, jetzt haben wir hier natürlich nur Dillos als Ersatz. What the fuck? Ich will einen Harald oder einen Raptor. Boah, hat der viele Steine gefressen gerade, ne? Okay, ich glaube, Raptoren werden mich bemerken, bevor ich sie bemerke. Also werden wir jetzt mal... Ach, guck mal, wir haben sogar Deutsche auf dem Server. Hatten wir gestern schon, ne? Quinny. Ne, das ist Haus und Ammo. Ja, das war gutes Deutsch. Perfekt. So, wo ist, wo ist mein Haus? Ich muss eine Werkbank bauen. Ich muss dann, weil eine Werkbank brauche ich, um mir meinen Chitin zu einer Rüstung zu machen. Um mir Harald an den Körper zu legen. Vorher sollte ich mir vielleicht eine etwas größere Kiste bauen. Strukturen. Wood. Storage. Und uns fehlt natürlich wieder alles. Thatch und Wood. Haben wir das noch? Ja, wunderbar. Sind wir wieder gut bestellt hier. Craftables. Dafür mache ich mir kurz ein. Natürlich bekommen wir wieder ein Level ab, weil guck mal, wir sind kurz davor. Und 3, 2, 1... Aufs Kommando. Ja, was brauchen wir eigentlich noch? Wir haben eigentlich, wäre Fortitude nicht schlecht oder Movement Speed. So, ich weiß ja nicht, wie hoch das maximale Level ist auf dem Server. Kann sein, dass es einfach unbegrenzt ist. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach auf... Fortitude brauchen wir nicht. Ich gehe mal ein bisschen auf Movement Speed, bis wir so 110% erreicht haben. Und dann baue ich mal mir die Kiste hier hin. Use Item. Und zwar bauen wir den so. Dann bauen wir den hier einfach nur der Wand entlang. Ja, perfekt. Dann machen wir hier so ein kleines Regal. So, das halt aussieht wie so ein paar Spinde. Gut. Die mache ich mal kurz alle weg. Das Fleisch brauche ich auch alles nicht. Ich kann das aber, ich muss mir noch, genau, habe ich voll vergessen. Ich wollte mir noch ein Mörser und Schlüssel machen, damit ich mir Nakros machen kann. Nakro-Pfeile. Weil ich denke mal, die werden sehr wichtig sein in der Zukunft. Außerdem habe ich zu viel dabei. Meine Fresse, was braucht denn der Mörser? Craftables. Storage, Crafting. Wir brauchen 65 Steine. Habe ich nicht die Steine dabei? Habe ich heute dabei? Ich habe heute dabei. Heute und... Da. Jetzt habe ich genug, genau. Ich brauche viele Beeren, das weiß ich. Vielleicht soll ich mir noch einen Trike fangen. Trike könnte nützlich sein. Die muss man wieder ein bisschen splitten, damit die, schneller dingsen können. Vergammeln. Ich brauche ja Gammelfleisch. Ich meine, die 100, die ich da habe, die reichen ja nicht. Wo mache ich denn den eigentlich hin? Ich glaube, den mache ich hier ins Bett, ne? Aber weil das Bett ist hier eh nur ein Spawnpunkt. Ich schlafe hier nicht wirklich da drin. Gut. Davon habe ich ein paar und die können da rein. Und dann kann ich mir schon... davon ein paar machen. Jetzt brauche ich Steine. Wie viele brauche ich für eine Werkbank? Ich brauche ja beides, ne? Aber erstmal die Werkbank. Ja, ich brauche den erstmal. Okay.
Stein, Flint, Hardwood, Fiber. Also das Übliche wieder. Hat auch irgendwo Stein in der Nähe, weil in der Nähe von meinem Haus wird ja nichts spawnen. Aber das ist noch genug, okay. Die hier werden respawnen, gar kein Problem. Aber so in direkter Umgebung von meinem Haus, da wächst nichts nach, weil die Fundamente verhindern. Ich glaube, alles in einem Umkreis von 20 Metern spawnt nicht. Haben wir wieder ein Lag? Ja. Gesungen habe ich eben. Ich kann ja mal die Nase hochziehen, solange es laggt. Dann muss ich wieder schneiden. Das ist doof. Ach ja, Lags sind... Ach komm, leck mich, du Lag. Okay, da ist der Lag vorbei. Müsste ich nicht 100.000 Steine in der Tasche haben? Wie viel brauche ich denn jetzt eigentlich? Craftables. Ich brauche Wasser. Ich habe etwas nicht bedacht, und zwar, dass ich hier oben gar kein Wasser habe. Ich müsste runtergehen. Ich müsste mir eine Leitung hier entziehen. Oder schraube mir einfach so lange Beeren rein, bis ich keinen Durst mehr habe. Nein, das da. Jetzt eigentlich eine Taste, womit ich alles auf einmal irgendwie in mich reinstopfen kann. Das wäre so praktisch. Einfach einmal klicken, einmal E oder so und dann alles meins. E oder F oder T oder R oder Q. Oder okay, Q ist es nicht. Q ist das. Das wäre extremst übertrieben praktisch. Warte, es gibt eine Möglichkeit, einfach Auto-Speed-Clicker installieren. Habe ich sogar installiert. Ich müsste den einfach nur mal anmachen vorher. Gut, ich brauche noch ein paar. So, das sollte reichen. Jetzt brauchen wir Holz. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht und mehr kann ich auch nicht tragen. Na, ein bisschen würde noch gehen, aber dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Und das ist ja wichtig, dass ich mich bewegen kann. Ich werde jetzt mal den Schmelzofen... Ich habe die Tür in die falsche Richtung gesetzt, verdammt. Ich habe in Richtung Nachbar... Ja, verdammt, der müsste eigentlich in die andere Richtung sein. Egal. Und das finde ich auch nicht so schön, dass mir das Grün hier reinwächst. Dann brauche ich meine Häute und ich brauche mein Fiber. Da habe ich Fiber, da habe ich Häute. Brauche ich wirklich Häute? Egal. Ein bisschen Brennmaterial habe ich hier. Ich brauche 10 Eisen. Ich weiß nicht, ob ich 10 Eisen zusammenkriege. Ich hätte wohl 10 Eisen zusammenkriegen. So bestelle ich das Ding hin. Perfekt. Habe ich Metall? Ich brauche sogar viel Metall. 10 kriegen wir damit nicht hin. Wir brauchen noch 7 mehr. So, Laufgeschwindigkeit war das, ne? Ja. Gut, dann brauche ich jetzt ein bisschen Platz in der Tasche. Wäre ein guter Anfang mit ein bisschen Platz in der Tasche, irgendwo hinzugehen. So, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche Metall, ich brauche Stein, ich brauche Wood. Ich brauche Hide. Ich brauche... Okay, hab ich. Ich brauche nur das Metall. Dann... Ich könnte schon... Nee, ich habe alle verloren. Ich habe Hunderte! Ich kann ein paar neue Steine farmen, was soll's. Aber ich brauche vor allem erstmal ein bisschen, Spark Powder. Einfach mal alle. Um halt den da zu beheizen. Ich sollte vielleicht die Tür, das Ding hier abschließen. Das war falsch. Seed Pin Code. Okay, das war richtig. So, was war das nochmal? Ich brauche Nacroberries. Jetzt kann man mal sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, Nacroberries zu bekommen. Überraschend gering, nicht wahr? Bei einer 20-fachen Rate kriege ich gerade mal 3 Stück raus. 6 Stück, 8 Stück. Ja gut. Was brauchte ich nochmal? Metall.
Um Metall zu bekommen, brauche ich... Der sieht doch ganz okay aus. Am besten so an diesen runden Steinen, die im Wasser sind. Die bringen Metall. Sieht man gerade hier welche? Nee. Die sind am Fluss. Zumindest da, wo ich vorher war, da war eine Menge. Ich denke mal, ich krieg so was raus. Da. Ein Metall. Ah, so ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht. Zwei Metall. Ich brauche mal ganz viel Metall für Metallwerkzeug. Und Metallausrüstung. Insgesamt für Metallausrüstung. So. Komm, ein bisschen noch. Ein noch. Bevor ich überladen bin. Bitte. Jawohl. Ey, mit dem letzten Schlag noch einen rausgeholt. Okay. Gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so schlecht. Irgendwie so mittel. Was macht mein Spark Powder? Mein Spark Powder sagt... Let's rock. Da können ein paar Rocks rein. Dann mache ich davon noch ganz viele. Habe ich jetzt mein Spark Powder reingepackt? Nee, komm. In die Tasche. Dann packe ich da das Metall... nicht das Metall. Ich packe die Steine und so da rein. Weil ich die gerade nicht brauche. Ich brauche die nachher. Das ganze Gewicht, das die Beeren, muss man irgendwie loswerden. Nachher. So, ich habe zu wenig Metall in der Tasche. Ich brauche mein ganzes Metall da. Ich hoffe, dass jetzt hier ein Barren aus zwei Erz entsteht, weil sonst stehe ich ein bisschen blöd da. Wenn ich nichts habe. Den, den, Lightfire. 8 Minuten habe ich noch. Wir haben ein bisschen was erreicht bis jetzt. Ich meine sogar ein bisschen so. Liebe Entwickler von Ark Survival Evolved. Ich glaube, das war Wildcat, ne? Wenn ich euch einen Tipp geben darf, was immer gut ankommt, auch wenn es völlig nutzlos ist für das eigentliche Spiel. Dekoration. Mit Dekoration kann man ein Haus viel lebendiger wirken lassen. Viel willkommener. Stühle, Tische, braucht man alles nicht für das Spiel. Ja, sieht gut aus. Blumentöpfe, Blumen hat Minecraft mittlerweile auch. Ich meine, es bringt überhaupt nichts, aber es gibt dem Raum die gewisse Fülle, die es bräuchte, um ganz besonders zu sein. So haben wir halt nur so... Die Werkbank ist jetzt nicht gerade dekorativ, finde ich. Ich muss die Beeren loswerden, ne? Beeren losgeworden. Ich brauch nicht so viele. Ja. Den einen Sack, der reicht mir. Die sind verschwunden, als ich die rausgeworfen habe. Okay, warum nicht? Komme ich gut mit klar. So, ich mach nochmal ein paar Drugs. Drugs, Drugs, Drugs. Nein? Kraft zu all. Läuft. Wir brauchen einen Kühlschrank, wäre nicht schlecht. Für das ganze Gammel vielleicht, ob das ein bisschen was hält. Das hier brauche ich schon mal alles nicht mehr. Und was können wir als nächstes machen? Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch 6 Minuten. Wir haben noch 16 Minuten. Naja, ich mache 6. Ich will jetzt gerne wieder die 30 Minuten einhalten, weil ich denke, in 30 Minuten kann man eigentlich eine Menge erreichen. Und es dauert dann trotzdem nicht zu lang, das Video zu bearbeiten. So. Vielleicht finden wir noch schnell einen Dino, den wir tamen können. Ah, den da nicht. Die beiden da auch eher nicht. Ach, warum haben die Ameisen eigentlich auf mich abgesehen, nicht auf den Para da unten? So, den Trike. Den könnte ich eigentlich tamen. Ich meine, was will der machen? Mich angreifen von da unten doch nicht? Ist er bekloppt? Ich brauche schon ein paar Steine. Für die Slingshot und natürlich neue Major Berries. Verdammt. So, der Stein sieht doch gut aus. Da kommt gerade massig Metall raus. Ganz ehrlich, ich mag gerade gar nicht aufhören, den abzubauen. Okay, 30. Na, ich mache 50. Wer weiß, was der wieder aushält. So, noch ein bisschen. So, reicht auch schon. Dann, hallo, lieber Tricke. Du stehst da unten übrigens sehr, sehr unpraktisch. Das will ich mal gesagt haben. Bisschen höher zielen. Tock.
Wart ihr früher auch auf bei McDonald's auf der Rutschbahn? Habt ihr versucht, da hochzuklettern, anstatt also die Rutschbahn hochzurennen, anstatt die die normal den Treppe dazu nehmen, die Leiter? Erinnert mich gerade ein bisschen daran. Boah, da sind so viele Fische drin. Komm schon! Mein Freund, du weißt es, ich weiß es, wir beide wissen es. Du musst K.O. gehen. Ich brauch dich nicht wirklich, aber du bist bestimmt ein klasse Last hier. Mein Freund, guck mal auf die Uhr, ich habe nicht ewig Zeit. Gib doch. Ja, die sieht müde aus. Dann brauche ich Major Berries. Ein paar mehr. Noch ein bisschen. 20? Reichen mir 20? 20 sollten reichen, oder? Ich nehme mal besser noch ein paar mehr, dann kann ich auch direkt die Dingensberries da wegpacken. Die Narcoberries. So, kommen noch ein paar. Die Ameisen werden doch jetzt garantiert auf den Trike gehen, oder? Ich fände es ziemlich uncool, wenn die das machen würden. So, ich packe mal das Eisen in die in den Ofen. Und die Beeren in den Mörser. Ja, der ist schon fertig. Wir können es jetzt unseren Dingens machen. Wenn wir dann möchten. Ich lasse ihn einfach laufen, ey. Ist doch egal. Wer soll uns denn hier stören? Ich meine, wir sind in Stein eingepackt. Es dauert ein bisschen, das hier kaputt zu machen. Nicht so übertrieben viel, aber es dauert noch ein bisschen. So, Access Inventory. Dann brauchen wir das. Das und Steine sollten da drin sein, ne? Genau, dann können wir uns die... Was? So, jetzt aber. Komm, ich nehme die beide mit. So, jetzt aber. So. Natürlich haben wir für eine Werkbank direkt ein Level abbekommen, weil eine Werkbank ist mehr wert als eine Kiste. Krieg ich denn da rein? Nein, krieg ich denn da rein? Was kriegt man sogar so? Ein bisschen, na komm. Wir müssen uns hier eine Frage stellen. Schön oder praktisch? Ich bin ganz klar für praktisch. So, Armor, Chitin. Was brauchen wir? Wir brauchen Chitin, wir brauchen Hide, wir brauchen Fiber. Da Fiber, mehr Fiber. Hide, noch mehr Hide. Wo ist das Chitin? Das ist in der großen, ne? 200, einfach mal so. Für nichts. Fürs dabei sein. What the fuck? Das ist so viel. So, 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 so und... Ja. Armor, Chitin. Den. Und dann machen wir noch den hier. Lernen jetzt nichts, wir sind schon Level 80 fast. Krass, krass, krass. Tock, 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 tock. So, gleich sind wir wieder Full Chitin. Fast wie auf dem alten Server. Das Problem ist nur leider dadurch, dass ich halt 20 mal schneller hier wachsen kann. Kann ich im Umkehrschluss auch 20 mal schneller theoretisch alles direkt benutzen. Praktisch muss ich mich trotzdem erstmal dahin arbeiten. Weil, ja, dauert halt ein bisschen, ne? So, dann droppe ich mal alles, was ich nicht brauche. Und dann gucken wir mal nach dem blöden Tier da unten. Lebst du noch? Wenn nein, wäre das schlecht. Komm, ich da lebend runter. Ja. So, siehst du hungrig aus? Du siehst überraschend hungrig aus. So. Ja, ich würde mal sagen, der ist
getamed, bevor irgendwie Torpor-Wert ausläuft. Okay, geht das nicht? Health steigt leider nicht. Das ist nicht so geil. Sieht's aus. Wir müssen ja auch irgendwie wieder wegkommen, ne? Oh, ein Lag. Natürlich. Was auch sonst. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Wenn es laggt, dann... Da fliegt ein Para. Da oben. Seht ihr den? Ah, auch geil. Ah, oh. Oh. Oh, warum bist du fast tot? So, funktioniert das jetzt? Nein, immer noch nicht. War nur eine kleine Verschwendung. Gut, lassen wir das halt. Wie komme ich da wieder hoch? Ich weiß es gar nicht. Lag? SD, SD. SSD. Hi! Keine Ahnung warum, wa? ASD. Nee, ASD, ASD, ASD ist... Sieht irgendwie fett aus mit so einem fetten Körper. Auch cool. Gut. Ich hoffe, die fressen dich nicht zu sehr an, die Piranhas. Ich habe gehört, hier sind welche. Hier waren irgendwo Ameisen. Ich weiß, mein kleiner Trike, ich hätte dir ja einen Sattel machen können. Aber irgendwie bin ich nicht von selbst draufgekommen. Ich frage mich, ob der Trike den Weg bis nach Hause überleben wird. Gut, ich glaube, wir sind wieder bei 40 Minuten die Folge. Das ist total scheiße. Ich möchte den nicht zu lange halten. Ich guck mal, ob ich hier Sattel habe. Trike, Sattel. Welcher war das nochmal? Der. Hide, Fiber, Wood. Oh, dann machen wir den doch eben, oder? Okay, mal eben war ein bisschen übertrieben. Ich brauche, mal eben war gar nicht übertrieben, hallo? Daniel, überleg mal, wo du gerade bist. Auf dem 20-fach-Server. Das war der, ne? Okay, so viel brauche ich gar nicht, aber danke. Gut, Fiber? 80 waren das, ne? So. Und 140 Hide, what the fuck? Dodos! Nicht mal nah. Fischi. Okay, die geben schon mal keine heute, aber warum klingen die wie Dodos? Mir fehlt kurz ein Dillo oder ein Dodo oder irgendwas, was halt schnell für mich sterben möchte. Oder ich sterbe unterwegs, aber dann wissen wir es. Natürlich wieder weit und breit nichts, was schnell drauf gehen kann. Mein Gott. Ich höre ihn doch, ist irgendwann Dodo. Aber wo? Wo hat sich der kleine Dodo versteckt? Dodo! Guru, 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 Guru. Wie machen Dodos? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachmachen. Guru, 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 Guru. Wo bist du? Komm, das sind Lockgeräusche. Das sind authentische Lockgeräusche, ja? Das sind Paarungsrufe. Darauf reagieren die schnell. Guru, 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 Guru. Na, vielleicht waren es auch Drohgebergen. Und es hat ihn verjagt. Na toll. Scheiße, ich war nach oben, wenn ich da hochkommen würde. Komm, kletter, kletter, du Affe, kletter. Kletter, jawohl. Von hier oben sehe ich gleich viel weniger. Ja, großer, die ist kalt, ich weiß. Aber das Problem ist, das juckt mich echt einen Scheißdreck. Dodo? Guru, 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 Guru. Wo ist der denn? Der Trike ist übrigens getamed.
dann muss er eben unser Klar kommen. Und zwar bis zur nächsten Folge. Ich bringe ihn jetzt noch kurz nach Hause. Ich beende die Folge aber trotzdem schon mal hier. Ballbaum. Eine Frage stellt sich aber noch. Wird er das überhaupt überleben bis nach Hause? Kann ich baue den Sattel einfach kurz zu Hause. Ist ja egal. Oh Gott, ich glaube, ich muss direkt die nächste Folge im Anschluss machen. Einfach was ein Gehege für den Baum ist. Komm! Oder wir gucken einfach, ob der bis morgen überlebt. Das wird auch ein netter Test. Mein Freund. Kriegst die ganzen Beeren, die ich nicht esse. Damit du vielleicht bis morgen überlebst. Komm. Put, put, put. Nee, jetzt brauche ich ein Gehege für den. Ich brauche dringend eins. Muss ja nichts Besonderes sein. Sonst ist halt nächste Folge tot. Ist ja egal. Ich habe ja gesehen, wie lange das dauert, bis der fertig ist, nicht wahr? Komm. Genau, Rosa, das schaffst du. Wie heißt du eigentlich? Trike. Du bist aber nicht einfach nur irgendein Trike. Du bist, bestimmt voll falsch geschrieben. Gut, schafft er das auch zwischen die Bäume durch? Ich weiß es nicht. Komm! Nebenbei, wo wohne ich? Irgendwo hier oben, das weiß ich. Gott, die Bäume sind echt ein natürliches Abwehrsystem gegen große Dinos. Nicht mal der kommt da durch. Da wohne ich. Mein Haus brennt! Ach so, das ist ein Stein, das kann nicht brennen. Ausmachen, weil nutzlos. Ich brauche den hier. Ich brauche den hier. Und ein Trike-Sattel wird er schaffen. Komm, der Rest geht einfach da rein, weil ich es nicht brauche. Trike! Natürlich habe ich ein Level Up, was auch sonst. Ist der Vogel da? So. Komm, wir machen ein Foto. Weil gute Fotos bringen gute Klicks. Hab ich das gerade wirklich gesagt? Ja. Für den Anfang ist okay. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts alle, dann kann ich das Foto vielleicht auch machen, ohne dass ich hier, naja, großartig rumbearbeiten muss. Ansonsten, ich such mal ein schönes aus. Ah, guck mal, das ist doch eine Idee. Guck mal, guck mal, guck mal. Einfach so rumstellen. Und dann sehen wir das Foto einfach so. Mein Gott, ist das hässlich. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann mal gucken, ob der dann noch lebt. Wenn nicht, dann ist das eben so. Ich meine, wir machen hier mal kurz auf Selbstverteidigung und sollen mir nicht folgen. Stellen ihn einfach hier hinter ab, weil da ist nichts. Ist das ein gutes Versteck? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was hier kommen sollte, um ihn zu töten. Außer vielleicht Dillos. Raptoren. Carnotaurusse. Spieler. Alpha-Raptoren. Alpha-Carnotaurusse. Alpha-T-Rexe. Ameisen. Libellen. Cyborg, Ninja, Nazi, Piraten. In Zombie-Version. Vielleicht werde ich ihn auch selber schlachten. Mal sehen. Aber beim nächsten Mal werden wir es wissen. Bis dann, macht's gut. Ciao.